Ich bin schon ein bisschen die Technik. Was macht man, wenn man sein Paket nicht bekommt? Ja, ganz einfach, warten und herausfinden, was los ist. Die Post streikt. Das jetzt hier bei Thema. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer ein bisschen in den Start gehumpelten Ausgabe von Dercho TV Thema am heutigen Donnerstag. Gleich hin vorweg, es gibt ein neues, altes Setting. Ihr seht es unter anderem. Ja, der Tisch kann ein bisschen so in die Mitte gerichtet werden. Ja, wir sind nämlich in unser altes Studio zurückgezogen, was ein bisschen anders aussieht. Ihr seht ein paar Bilder, ihr seht aber auch ein paar mehr Macken. Mehr muss ich dazu nicht sagen, denn der Grund ist einfach der, dass ich mit diesem Studio mehr herumexperimentieren will. Mehr dazu in den nächsten Wochen und Monaten dann hier bei Dercho TV. Aber jetzt erstmal gibt es Thema, eine ganz neue Ausgabe. Und es geht um den Poststreik. Ja, die Post streikt schon seit Wochen, gefühlt aber auch schon seit Jahren, denn es kommen verspätet Pakete oder Briefe an, die halt wichtig sind, sei es Rechnungen, sei es Geschenke zum Geburtstag oder sonstiges Wichtiges, wo man natürlich nicht viel von merkt. Beispielsweise, wenn man in ländlichen Gegenden wohnt, fragt man sich manchmal immer, normalerweise würde ich doch Werbung kriegen, aber warum kommt es heute nicht? Ja, das ist zum Beispiel so diese Frage, aber da gibt es viele, die natürlich davon betroffen sind, die natürlich sagen, Moment, wo ist mein Postpaket? Warum kriege ich es nicht? Ganz einfach ist der Grund, dass ja auch auf Facebook außerdem, bevor wir dann zum Grund kommen, auch viele ihre Luft dort rauslassen und sagen, wann kriege ich endlich Post? Seit 2 Wochen ist mein Briefkasten leer. Oder natürlich heißt es dann auch, so langsam habe ich kein Verständnis mehr, was soll der Mist? Denn es geht ja natürlich unter anderem auch, dass ja die Gewerkschaft Verdi natürlich weiterhin die Mitarbeiter zum Streik, die Mitarbeiter der Post zum Streik aufruft, um natürlich, dass sie mehr Geld kriegen. Denn die Post hat ja vor, sich ein bisschen neu auszustellen, ein bisschen neu zu orientieren. Es gibt 49 regionale Gesellschaften und die bieten aber als Bezahlung etwas weniger an als der normale Posttarif. Wie viel das ist, das müsst ihr mal selbst raussuchen. Ich habe jetzt nicht danach gesucht, aber es ist deutlich mehr, als man jetzt wohl bei den Regionalgesellschaften sucht. Und deswegen wird man immer wieder ein bisschen sauerer und böser, kann man das so sagen, ich weiß es nicht, aber das wird dann halt wahrscheinlich so sein. Deswegen bitte die Post weiterhin um Geduld. Wer weiß, ob die Geduld noch da ist. Ist natürlich halt so, manche Privatkunden weichen aber auch auf Alternativen aus. Es gibt ja diese kleinen Kurierdienste, die ja hier so rumfahren mit entweder einem roten Auto oder so, wo dann Postkurierdienst bla 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 draufsteht. Und die Postkonkurrenten kriegen einen sehr hohen Zulauf an Privatkunden in ihren Shops, aber auch von kleineren und mittleren Unternehmen. So der Vorsitzende des Bundesverbands der Kurier-Express-Postdienste, Andreas Schumann. Er hat nämlich berichtet, dass viel mehr natürlich dann sagen, ja, es gibt jetzt mehr, die das natürlich dann halt über privatere, anstatt über die Deutsche Post dann halt machen. Auch natürlich unter anderem, dass die Aktionäre nun langsam Angst haben bei der Deutschen Post, dass die Kunden weglaufen können. Das sieht natürlich auch nicht gut aus, denn je mehr Alternativen es natürlich gibt, das ist auch so wie bei der Bahn, mit den Streiks ist es dort auch so gewesen, hat die Bahn gestreikt, hat man Alternativen gesucht. Fernbus, Mietwagen und etc. pp. Und natürlich private Bahnen, die natürlich fahren, die natürlich nicht bestreikt werden, weil es da keine Gewerkschaft gibt, sind natürlich dann dementsprechend ausgewichen und so auch natürlich dann halt auch bei der Post. Und sowieso müssen die großen Unternehmen vielfach langfristige Verträge mit der Post natürlich halten und sich auch weiterhin daran halten. Vor allem die Versandhändler werden die Schwierigkeiten bewältigen müssen, auch hohe Kosten gibt es dann dort dementsprechend. Und das schaut auch natürlich beispielsweise nicht gut aus für Versicherungen und Banken. Beispielsweise die Allianz. Sie hat seit Beginn der Streiks festgestellt, dass die Kunden mehr das Fax und mehr die E-Mail nutzen. Fax kennt man wahrscheinlich noch. Das ist so ein Zettel, was man durch das Telefon schiebt. Und E-Mail ist natürlich klar, kennt jeder. Das ist die elektronische Post. Selbstverständlich.
Was natürlich auch die Allianz selbst sagt, ist, bei dringlichen Sendungen setzt man dann auch auf Kuriere, also speziell auf Privatunternehmen, die dann sagen, hier bring das mal zu Kunde ABC oder so. Und anstatt dann irgendwie auf die Post zu hoffen, wo man dann natürlich weiß, kommt 2 Tage verspätet oder wo man ganz genau weiß, es hätte vor 2 Tagen ankommen sollen. Die Briefzustellung schwankt derzeit noch stärker, heißt es. In den manchen Tagen gingen auch rund 40.000 Briefeinsendungen ein. Über negative Folgen gab es bis jetzt nicht, so der Sprecher der Allianz. Auch bei der Commerzbank sei der Streik kein Problem. Vereinzelt kommt es aber bei der Zustellung zu Verzögerungen. Da ist natürlich auch halt ein bisschen alles anders. Bei der Ergo, bei dieser Versicherungsgruppe, hat man sich auch ähnlich geäußert. Dort heißt es, dass es in keinem Fall bekannt ist, dass bei einem Vertragsabschluss wegen des Ausstands einen Ausstand gegeben habe. Bei der Hypovereinsbank, sogar in München, heißt es, insgesamt sind natürlich auch wir als Bank von dem Poststreik betroffen. Wir haben unsere Abläufe bestmöglichst umgestaltet und nutzen sowohl unsere Filialnetz als auch unsere Multikanalmöglichkeiten. Also sprich dann wahrscheinlich auch sogar Facebook und Twitter. Das wäre mal ein bisschen was Besonderes. Ja. Und stark an Bedeutung haben dann auch die digitalen Kommunikationswege dann wohl auch an Bedeutung genommen. Also das heißt, die alte Post kann sich bald verabschieden. Nein, so schlimm nun auch wieder nicht. Und nach Angaben des Branchenverbandes BEVH ist der Streik zwar stellt der Streik nämlich ein Problem dar. Es heißt sogar vom Logistikexperten der BEVH, Ingmar Böckmann, dass der Paketbereich von DHL allerdings recht zuverlässig läuft. Also da hat man anscheinend bei der Post wohl Alternativen gefunden, wenn da Streiks sind, dass man da welche reinsetzt. Ist natürlich klar, dass dann auch hier in den Sachen dann auch die Billiglohnmitarbeiter dann auch eine gewisse Rolle spielen. Das ist ja dann wohl auch irgendwie zu denken übrig. Ja, von den meisten Aufständen, Streiks sind natürlich, denkt man jetzt, ist der Westen betroffen oder so oder keine Ahnung, Süddeutschland. Nein, es ist der Osten. Ja, jetzt würde mir ein komischer Witz einfallen, den ich bei der Vorbereitung gefunden, ausgedacht habe, aber das lasse ich lieber. Dann denkt man lieber, der ist ja doch so ein Kommunistenfresser gewesen. Naja, seit 3 Wochen aber auch schon kann man sagen, dass die Post streikt. Also wer beispielsweise jetzt irgendwie dann doch sich hätte diverse Sachen übers Internet bestellen, so hätte es sich doch noch machen sollen. Vielleicht wären mit 1 oder 2 Tagen Verspätung, Waldi, du Vollidiot. Letzte Woche, beziehungsweise in dieser Woche, Dienstag, hat die Gewerkschaft Verdi auch wieder zu Zehntausenden, also für zehn, mit, Zehntausende Mitarbeiter zu Streiks aufgerufen, so heißt es. Und Deutsche Post kann aber beruhigen, 80% der Briefe und Pakete kommen aber sicher an. Jetzt fragt man sich, sicher? Dann schreibt mal die Post bei Facebook an oder per E-Mail oder geht bei denen einfach mal in die Filiale und sagt denen, wo ist mein Paket? Aber nicht so in dem Ton, wie ich das sage. Nein, 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 macht es bloß nicht. Ja, derweil aber hat die Post auch letzte Woche oder die letzten Tagen auch schon überlegt, mal was ganz Besonderes zu machen. Und zwar nämlich freiwillige Helfer. Ja, ob die dafür natürlich Geld kriegen, ist jetzt natürlich eine Sache. Ist ja alles freiwillig, ob man dafür Geld kriegt oder nicht, ist ja auch, sagen wir mal, generell Schnuppe. Aber die Post hatte natürlich eine bundesweite Aktion angeblich gestartet. Man wollte dazu am Freitagabend nichts sagen. Die Hannoversche Allgemeine hat nämlich berichtet, dass man unter anderem wegen den ganzen Briefen, die liegen geblieben sind, freiwillige Helfer sucht, um natürlich die ganzen Briefe und Pakete wegzubringen. Beispielsweise war das auch so, am Sonntag sah ich hier ein Postauto in Schöppingen vorbeifahren. Das hat mich auch ein bisschen irritiert, wo ich natürlich auch direkt gedacht habe, ein Postauto am Sonntag, das ist mal was Neues. So muss man das halt natürlich auch sehen. Aber weiterhin haben natürlich viele ihre Arbeit auch niedergelegt. Und es geht natürlich auch generell auch beispielsweise um vieles andere. Ein Postsprecher wollte auch nicht viel dazu sagen. Eine Sprecherin des Kölner Amtsgerichts bestätigte einen dementsprechenden Antrag, dass man unter anderem selbstverständlich, dass ja auch viele sagen wir mal, ein bisschen sauer auf die Post geworden sind und vielleicht auch sogar darüber nachdenken, wegen diversen Sachen, weil man muss natürlich darüber nachdenken, dass beispielsweise, wenn man einen Brief kriegt, kann es eventuellerweise eine Mahnung sein. Und die Mahnung kommt nicht geradewegs fristgerecht an, weil die Post am Streiken ist. Und dann weiß man auf einmal, der Handyvertrag, ja,
Man kann die Rechnung nicht bezahlen, beziehungsweise man weiß es selbst nicht, kriegt eine Mahnung. Ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung. Bei mir ist alles normal. Ich sage jetzt nur so, das ist jetzt ein Beispiel. Es kann auch mit Stromrechnung sein oder weiß ich was. Man kriegt eine Mahnung und dann auf einmal kriegt man die zweite, die dritte Mahnung und dann wird irgendwie der Strom abgestellt. Die Handyrechnung ist nicht bezahlt, man kann nicht mehr telefonieren. Da wundert man sich, warum geht das nicht? Dann ruft man an und sagt, ja, haben Sie keine Mahnung gekriegt? So, nee, mein Briefkasten ist leer. Achso, bei Ihnen streikt die Post. Ja, toll. Natürlich kann man da jetzt nicht sagen, die Post ist schuldig, zeigt die Post an. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber 3 Tage für so eine Zustellung hatte die Post dann natürlich Zeit. Somit wird es natürlich auch nicht lange dauern. Aber ich schätze mal, dass die Post das irgendwie hinkriegt. Die sagen ja selbst, 80% der ganzen Sache wird natürlich auch noch geschickt. Aber warum dieser unbefristete Streik? 3 Wochen lang schon. 3 Wochen wird gestreikt bis zum geht nicht mehr. Ganz einfach, die Gründe sind die Post will sich ja neu orientieren. Das habe ich ja schon gesagt. Es sind 49 kleine regionale Gesellschaften gegründet worden. Dort werden aber die Postmitarbeiter nicht nach dem normalen, hauslichen, regulären Tarif bezahlt, sondern deutlich günstiger. Damit kann sich die Post sagen, damit sparen wir Geld. Super, juhu, wir sind aus dem Schneider. Nicht so ganz. Man rechnet natürlich dann mit der Gewerkschaft Verdi, die sagt, das geht nicht, das darf so nicht sein. Es herrscht ja sowieso in Deutschland ein Mindestlohn von 8,50 €. Das ist natürlich klar, ob sie genauso viel kriegen und obwohl die dann mit dem regulären Haustarif mehr kriegen, das wissen wir nicht. Will man das wissen? Dann will man wahrscheinlich auch nicht Briefträger werden. Ich weiß es nicht. Also muss natürlich nicht sein. Und das Angebot, beziehungsweise im Gegenzug hatte ja die Gewerkschaft ja auch Anfang Juni einen moderaten Gehaltsabschluss angeboten. Die Post lehnt dies heute aber ab. Ein Postsprecher sagte nämlich, ein moderater Abschluss alleine ist keine dauerhafte Lösung. Wir müssen den Kostenabstand zum Wettbewerb ausgleichen, denn die Post ist ja, wie schon gesagt, dementsprechend ja auch Marktführer in so einer Sache. Und dazu kommen wir jetzt nämlich auch. Marktführer unter anderem auch im Paketgeschäft mit einem Marktanteil von 43 bis 50%. Die restlichen 57 bis 50%, also 50 bis 57% teilen sich DPD, Go, Hermes, TNT und UPS. Weiterhin beschweren sich natürlich auch die Wettbewerber, beispielsweise natürlich so der Geschäftsführer des Logistikverbandes BIEK, Martin Bosselmann, der sagte nämlich, die Post nutzt alle Mittel und Wege, dem Wettbewerb zu schaden. So vermutet er auch, dass die Post beispielsweise mit dem profitablen Briefgeschäft das Paketgeschäft quersubventioniert. Also, ne, da es dann auch irgendwie macht. Und obwohl ja sich im Quasi-Monopol der Post nichts geändert hat und seit 2007 das ja, sagen wir mal, aufgehoben wurde, dieses Monopol der Deutschen Post, seitdem gibt es ja dann auch die privaten Kurierunternehmen, die ja auch Post wegschicken und alles Mögliche, bleibt immer noch die Post mit Marktführer bei 90%. Und das natürlich auch mit der PIN Group, die als größter Konkurrent dasteht. Und auch die Post hat sich für Mindestlohn in der Branche eingesetzt. Sie konnte sie zahlen, die Mitbewerber sagten sie nicht. So gab es beispielsweise bei der PIN Group unter anderem ja auch Massenentlassungen und Schließungen. Im Briefgeschäft gibt es folglich für die Post nur wenig Konkurrenz. Die City Post in Hannover beispielsweise, die PIN Mail AG in Berlin oder die Main Post Logistik in Unterfranken da unter anderem. Und wie schon gesagt, die Post befördert an einem Werktag nur, also beispielsweise an diesem heutigen Donnerstag, im Schnitt 3,4 Millionen Päckchen und Pakete. Und auch im Ausland will sie tätig werden. Dort gibt es schon mehr als 3000 Paketshops außerhalb Deutschlands. Und auch im Internet gibt es natürlich auch viel zu bestellen. Man bestellt ja bei Amazon, bei eBay, bei Otto oder sonst wo. Und Bücher und Schuhe selbstverständlich auch noch. Und der Anteil stieg seit 2009 von 7,2 auf 11,1% im letzten Jahr. Und dabei legten auch die E-Commerce-Umsätze von 18,3 Milliarden auf, jetzt kommt 43,6 Milliarden Euro zu. Und bei der Post ist aber nicht durchzusehen, wie viel wer kriegt. Das habe ich schon gesagt. 8,50 € Mindestlohn seit diesem Jahr ist ja natürlich Pflicht.
Ja, wie lange dieser Streik noch dauern wird, das werden wir natürlich auch noch weiterhin sehen. Da möchte ich euch auch gerne darauf hinweisen, dass wir eventuellerweise noch vor der Sommerpause oder nach der Sommerpause weiter noch darüber berichten werden. Und deswegen seid einfach mal darüber gespannt, wie es weitergehen wird. Natürlich halten wir euch darüber auf den Laufenden, Facebook, Twitter und natürlich auch mit weiteren Videos, sei es bei Update Politik oder wieder einem einzelnen Thema. So sei es natürlich gesagt, nur noch mal kurz am Ende dieser Sendung zu sagen. Ihr seht, unser altes Setting ist wieder da. Die Couch ist hier wieder zu sehen. Wenn es mal Gäste geben soll, können sich dann die Gäste beispielsweise hier Platz nehmen, wie ihr auch noch natürlich sehen könnt. Ich sitze nicht auf der Couch, ich sitze nämlich kurz davor. Da wird es mal irgendwann mal ein Backstage, ein Backstage-Video geben. Ein Backstage-Video. Und am Samstag bei Update Medien erkläre ich auch noch mal einiges dazu. Mehr zum Thema. Und wo ich die ganzen Infos her habe, kriegt ihr unten in der Videobeschreibung selbstverständlich. Gebt dem Video einen Daumen rauf, wenn ihr nicht mal seid. Na, ich sollte keine eigene Meinung verbreiten. Gebt einen Daumen rauf, wenn euch dieses Thema-Video gefallen hat. Ist mal natürlich ein anderes Thema-Video gewesen und vieles mehr. Und ihr könnt auch natürlich diskutieren. Die Kommentarleiste unten im Video und unter dem Artikel auf der WordPress-Seite ist immer wieder für euch da. Und es herrscht Meinungsfreiheit. Noch. Wer weiß, wie lange. Ja, das war es dann auch von Thema für die heutige Ausgabe. Am morgigen Freitag gibt es Update Politik. Etwas später vielleicht, denn um natürlich nochmal zu sagen, diese Sendung ist noch ein bisschen voraufgezeichnet. Nicht am Donnerstag heute, sondern einen Tag früher. Denn hier gibt es nicht zum Teil Stromausfälle, aber es kann zu Problemen des Stroms bei uns kommen, weil im Moment gebaut wird. Deswegen haben wir auch im Moment Glück, dass kein Lärm im Hintergrund ist, aber der wird sowieso eingedämpft worden wegen diverser anderen Sachen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.